Grüß euch und hallo zusammen. Der Jakob und ich, wir sind auf Shoppingtour. Na, diesmal ist es keine Säge. Wir schauen uns einen gebrauchten Bulldog an. Einen John Deere 6130R. Und überlegen uns, ob das vielleicht eine günstigere Alternative zum Neuschlepper ist. Na, mal sehen, was uns da erwartet. Haben wir heute natürlich genau das richtige Wetter zum Fahren. Daheim schneit es, hier regnet es bloß noch leicht, aber am Hof geht eh nicht viel weiter. Und da kann man doch auch mal auf Shoppingtour fahren. Da steht er! Ein John Deere 6130, ja. 6 Jahre alt, 4000 Stunden da. Grundhydraulik, Frontabfälle, 150 PS. Das hat doch auch ganz gut passt, ne? Und was spricht er? Das ist typisch. Man kommt wegen einem 130er, schaut sich den kurz an, dann sagt man schon auf den 6155 her. Das ist echt eine schöne Maschine, die echt gut beieinander. War echt interessant, was der Preis und was der kosten soll. Aber das ist halt eigentlich schon ein bisschen oversized. Noch mehr oversized wie der 140er. Aber. Da mal fahren. Dann gehe ich ihn packen. Machen wir so. Das ist schon ein massives Gerät. Irgendjemand hat gemeint, der 6140M wäre oversized. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, der 6155R ist oversized. Aber trotzdem ein toller Bulldog. Überhaupt hat es da ein paar schöne Bulldogs mit gelben Felgen. Na, mal schauen. Naja, okay. Ich schüttle jetzt den Kopf. Schauen wir mal weiter. So, wir sind wieder heil heimgekommen von unserem Ausflug nach Augsburg. Ja, der 6130R wäre schon auch ein schönes Fahrzeug, der gut in die Flotte passen. Allerdings hat uns dieser 6130 nicht zugesagt. Da hat einfach Preis und Leistung nicht gestimmt. Sprich, er war uns für das Geld zu schlecht benannt. Daneben stand noch ein schöner 6155R. Tolles Fahrzeug, hätte uns gut gefallen, aber es ist einfach zu groß für uns. Also da sind wir einfach an einem Punkt, wo man dann noch in Anbaugeräte investieren muss, weil das, was man am Hof hat, einfach zu klein ist. Fängt an beim Güllefassel, wo halt dann leichtes 12,5 oder 14,5 Fassel sein könnte. Die Drillkombi, die zu schmal ist, und Mähwerk kann man klein und Schmetterling dazu nehmen. Und von daher war es ein netter Ausflug, war informativ. Daheim hätten wir eh nichts zerrissen, weil das Wetter so schlecht war. Ja gut, und ansonsten gibt es für euch die Woche aufgewärmte Kost, weil die Woche ist einfach ein bisschen viel schlechtes Wetter und so. Also wir haben noch Bilder von den zwei Vorführern beim Güllefahren, beim Mistfahren. Wir haben die Wiesen abgeschleppt, Tritikale habe ich gestriegelt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Und jetzt gehe ich erst einmal Kaibe trinken, weil die haben nämlich auch Hunger. So, rotbuntes Kaibe. Schaut doch echt nett aus. Ha? Ganz eine andere Farbe bei uns im Stall. Die Mama findet es gar nicht lustig.
Aber alles gut hingehaut. Heute früh hat sie noch ein Kälbchen gekriegt. Und der schaut recht fit aus, der kleine Mann. Das schmeckt beim Mittagessen nochmal zusätzlich. Aber das macht schon zusätzliche Arbeit. Jetzt müssen wir ja unsere Stierkälber länger behalten, weil sie erst mit 4 Wochen transportiert werden dürfen. Und da sind wir ganz schön beschäftigt, immer mittags mit dem Kaibetränker, weil es ist ganz erstaunlich, wie viel Milch da noch zusätzlich drauf geht. Die schöne Woche, das trockene Wetter und die trockenen Böden und sind die Woche fleißig am Mist fahren und am Gülle fahren. Wiesen abschleppen steht einer auf dem Plan. Ja, nächste Woche soll es dann ein bisschen unbeständiger werden und dann müssen wir dann schauen, dass da was weitergeht. Servus beieinander, jetzt hört mal wieder was vom Lehrling. Ich bin heute am Wiesenstriegeln. Das ist für die Wiesen nichts anderes, als wenn wir uns ein paar Mal wieder gescheit gehabt haben. Einfach mal den ganzen alten Muff, abgestorbene Altgräser, Rispe und Moos rausgehabt haben. Das machen wir mit dem 5er und den 6 Meter Einbergstriegel. Jetzt kriegt es jetzt gleich noch ein paar hübsche Außenaufnahmen, aber nicht allzu lang, weil wenn du dort Scheiben umrufen hast, dann wirst du auch noch mehr Zeit. Das ist extrem laut.
Also, da sieht man jetzt recht schön, was ich gemeint habe mit den ganzen alten Muff raus. Da haben wir abgestorbene Gräser, Unkräuter, fragt mich jetzt gerade nicht, was das ist, da Moos. Und das zieht halt der Striegel alles raus und dann kommt dann die Grasen aber wieder Luft hin und dann wächst das alles wieder besser. Leben. Ich sitze wieder in meinem alten Sechser und da Gülle fahren. Die Vorführer sind wieder alle weg. Aber eine schöne Woche mit den zwei Karren. Beide ziemlich unterschiedlich, aber beide haben ihren Reiz gehabt. Unterwegs. Die Woche ist der Wahnsinn. Gülle fahren, Mist fahren, Wiesen striegeln. Ich habe mir jetzt gerade einen Ackerstriegel angehängt und bin mit dem Inder unterwegs nach Kerwald, um die Tritikale zu striegeln. Wow. Und ansonsten, ich muss euch was beichten. Ich habe gerade die Tritikale gestriegelt und ich habe nichts gefilmt. Ja, ihr könnt jetzt sagen, ich werde alt, aber keine Ahnung, die Kamera hing da und da hing sie gut. Also die Bilder muss ich euch leider schuldig bleiben. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen über die Vorführer sinnieren. Also den Glas und den Schadier, die haben wir wieder zurückgebracht, die sind wieder bei den Händlern. Nein, ich habe nirgends unterschrieben. Also beides tolle Fahrzeuge. Der Klaas, so die einfache, fleißige Arbeitsbiene. Da ist nicht viel Droh, da kann ich viel Zicken machen. Macht sein Ding, funktioniert. Ja, gibt bei der Bedienung, einfach bei der Bedienung. Gibt keine großen Rätsel auf. Also wirklich ein sehr sympathischer Bulldog. Auch wenn er natürlich im Komfort und so nicht an John Deere hinreichen kann. Ja, John Deere 6140M. Wie gesagt, auch ein toller Traktor, leise Kabine, super komfortabel. Alles geht ganz leicht von der Hand, also wirklich ein toller Traktor, auch das stufenlose Getriebe, tolle Geschichte. Aber natürlich auch unterm Strich ein ganz nettes Sümmchen, was man dafür ausgeben muss. Verbrauchsmäßig ja, kann ich jetzt schlecht beurteilen. Also weil die zwei Fahrzeuge haben nicht die gleichen Arbeiten gemacht. Verbrauchsmäßig war der John Deere einen knappen Liter günstiger. Also der Klaas hat ungefähr 10 Liter in der Stunde gebraucht. Aber er war natürlich auch viel Straßentransport, beim Zubringer fast, beim Mistfahren, alles Mögliche. Also er ist voll Vollgas auf der Straße gelaufen und er hat die 40 km/h macht er nicht mit reduzierter Drehzahl. Also von daher ist es vielleicht ein bisschen unfair, ihn mit dem Johnny zu vergleichen. Der John Deere hingegen fährt halt seine 40 mit 1500 Umdrehungen und hat halt Gülle gefahren, viel Gülle gefahren. Ich meine, das Fass braucht Aufziehen. Ja, aber unterm Strich ist es so, dass jetzt der Johnny ein Liter günstiger war oder einen knappen Liter günstiger war. Aber das ist natürlich kein aussagekräftiger Vergleich. Ja, so viel zum Thema. Und also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mir da mal hoch und fährt euch. Bis zum nächsten Mal.
aber so ist das doch eigentlich auch ganz nett. So eine kleine, kurze, tanschige Motorhaube. So schlecht ist der Hinter nicht.